1090,60 €, so viel hat mein Home Gym Stand heute gekostet und heute will ich euch einmal zeigen, was da so alles enthalten ist in meinem Home Gym und wie mir das erlaubt, auf nur 4 Quadratmetern alle Muskelgruppen vollkommen ausreichend genug belastend zu trainieren, um nicht nur Muskeln zu erhalten während des Lockdowns, sondern eben auch Muskeln aufzubauen auf einem sehr geringen Raum mit eigentlich auch relativ geringem Budget. Kommen wir zunächst mal zur Berechnung, in der wir einmal schnell durchgehen, was alles im Home Gym ist, damit ihr einen kurzen Überblick habt, wie die Kosten da so verteilt sind. Als erstes haben wir da die Bauflex-Hanteln, die ich schon mal vorgestellt habe, mit 738,90 €. Zweitens die Bodenschutzmatte von Sport Tietje, 59,90 €. Drittens Hantelbank von Gorilla Sports, 193,90 €. Viertens Klimmzugstange für die Tür von Amazon, 89,95 €. Fünftens Türanker für Widerstandsbänder, auch von Amazon, 7,95 €. Und insgesamt kommen wir dann auf 1090,60 €. Das Video ist auch nicht gesponsert, ähnlich wie das Hantelvideo auch. Ich habe immer Fragen bekommen, so was es in meinem Home Gym alles so gibt an Equipment. Und was ist das Equipment und was ist das und wo kann ich das kaufen auf Instagram nach meinen Stories vom Training. Und dann habe ich gedacht, gut, mache ich einfach mal ein Video drüber, was da alles so drin ist, weil ich es auch eigentlich ein ziemlich gutes Setup finde für Leute, die jetzt vielleicht nicht den größten Platz haben zu Hause und auch vielleicht nicht das übergroße Budget, um sich direkt einen Rack und eine Langhantel und sonst was hinzubauen. Und dementsprechend wollte ich das mal hier präsentieren. Wie gesagt, kein bezahltes Werbevideo oder so, keine Kooperation mit irgendeiner Firma. In der Beschreibung findet ihr Links zu den Sachen. Die Sachen, die es auf Amazon gibt, das sind dann Affiliate-Links von Amazon, nur dass ihr Bescheid wisst. Und jetzt lasst uns einmal zu den Sachen konkreter kommen und die ein bisschen besser vorstellen. Kommen wir zuerst zu den Bauflex-Hanteln. Die habe ich ja schon genauer vorgestellt, deswegen sage ich jetzt nicht mehr viel zu. Was ich dazu noch sagen kann, ist, dass ich im Großen und Ganzen zufrieden bin. Es gibt ein paar kleine Störpunkte, wie zum Beispiel, dass der Griff nicht komplett rund ist oder dass es keine wirklich günstige Ablage für die Kurzhanteln gibt. Aber ansonsten bin ich damit absolut zufrieden. Können halt auch als Kurzhanteln nicht viel falsch machen. Als nächstes kommen wir zur Bodenschutzmatte. Die ist natürlich relativ teuer für eine Bodenschutzmatte, die 1 Quadratmeter groß ist, 100 mal 100, ist aber 2 cm dick und deswegen habe ich mich eben hier für diese Bodenschutzmatte entschieden, weil die eben erstens die Lautstärke gut eindämmt und zweitens den Boden sicher schützt. Das, denke ich, ist auch ein wichtiger Faktor im Home Gym. Kommen wir nun zur Hantelbank von Gorilla Sports. Die hat einen, ich würde sagen, durchschnittlichen Preis für so eine Schrägbank, hat aber ein sehr hohes Belastungslimit. Das heißt, die hat, glaube ich, ein Belastungslimit von um die 1900 Kilo ungefähr. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und die anderen haben alle irgendwas bei 200, 300. Deswegen habe ich mich in diesem Fall für die entschieden. Ist auch relativ solide, wackelt manchmal ein bisschen rum. Aber nicht, dass man damit nicht gut trainieren könnte. Also damit bin ich auch zufrieden. Klimmzugstange für die Tür ist auch eine der teureren Klimmzugstangen. Aber ich denke auch, das ist eine sehr gute Wahl. Weil ich glaube, ihr seid bei dem Aufbau der Klimmzugstange, habt ein geringes Risiko, dass ihr euch da was an der Tür kaputt macht. Und sie hält bis zu 200 Kilo. Das ist auch schwer zu finden bei Klimmzugstangen auf Amazon, wenn ich das richtig erinnere. Oder bis zu 150 Kilo, ich weiß nicht mehr ganz genau. Und erlaubt eben sehr viel eigentlich. Also man hat die TRX-Bänder, mit denen man noch rudern kann. Man hat die Klimmzugstange für Klimmzüge, obviously. Und aber auch noch die Dip-Barren, die dabei sind. Und das hat mich dann dazu überzeugt, mir die zu holen. Und der Türanker ist auch mega cool, weil man da dann tatsächlich auch so Sachen mitmachen kann wie Butterflies oder Sissy Squats, beziehungsweise ich weiß nicht genau, wie der korrekte Name da ist, aber wo man halt, was ihr mich auch schon oft habt, sehen machen, wo man die Beine quasi durch beide Enden des Widerstandsbands durchsteckt und eben so gut den Quadrizeps trainieren kann, ohne viel Gewicht. Das hat bei mir auf jeden Fall auch gut geholfen. Und das war erstmal das Home Gym Stand heute. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, alle Sachen sind in der Beschreibung verlinkt. Affiliate-Links sind als solche gekennzeichnet. Und falls ihr noch kein langfristiges, individuelles Trainingsprogramm für zu Hause habt, dann holt euch das Moversity-Trainingsprogramm. Das begleitet euch sowohl im Home Gym als auch im Fitnessstudio, wenn der Lockdown mal wieder vorbei ist. Und bietet euch dort ein sehr, sehr gutes Trainingsprogramm, was algorithmusgesteuert, individuell euer Trainingsprogramm eben zusammenstellt. Schaut es euch an, ist auch in der Beschreibung verlinkt. Ich packe euch hier auch nochmal das Video rein zu den Kurzhanteln, falls ihr da nochmal eine detailliertere Review haben wollt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ciao.